Ja, die heutige Abendtagesschau. Schweden hat die Bürger beruhigt, dadurch, dass sie Gesetzesänderungen gemacht haben, dass sie sofort reagieren könnten, wenn etwas Schlimmes passieren würde. Aber nach wie vor hat Schweden wesentlich weniger Maßnahmen und es gibt eben, obwohl alle Journalisten ja darauf gierig sind, gibt es trotzdem keine Berichte über ganz viele Tote und dass also hier jeder Passant sagt, ja, in meinem Bekanntenkreis sind ganz viele Leute gestorben und so weiter. Keine solche Meldung, die bestätigen würde, also dass das in Schweden jetzt, wo das Virus ja so freie Hand bekommen hat, dass dort die Leute sterben wie die Fliegen, nichts, kein Hinweis, ja. Da könnte es dann sein, dass doch Dr. Bodo Schiffmann recht hat, der ja gestern gesagt hatte, dass Schweden beweist, dass all unsere Maßnahmen völlig unsinnig waren. Wir hätten auch wie Schweden die Alten schützen sollen und den Alten helfen sollen, die beliefern sollen mit Schutz und so weiter und den Alten einen älteren, nicht den Alten, das ist eigentlich die falsche Formulierung, den chronisch Kranken, den mehrfach Vorerkrankten hätten wir sozusagen den Schutz empfehlen sollen, eine freiwillige Quarantäne, wir hätten sie beliefern sollen, versorgen sollen und so weiter. Aber eben, ja, Schweden scheint es besser gemacht zu haben und vielleicht hätte Schweden noch gar keine Probleme gehabt, wenn es nicht die weltweite Panik gegeben hätte und nicht so viele Schweden dann doch noch so angesteckt worden wären von dieser Angst. Gut, nun, dann was ganz anderes. Bayern, eine Sendung hat darüber berichtet, dass Bayern ein polizeiliches Meldeportal für Internetbeleidigungen und Internetverleumdungen und ähnliches hat. Ja, warum hat das nicht die ganze Welt? Ja, also ich habe das schon vor Jahren gefordert, dass wir eigentlich muss es so gehen, wenn im Internet irgendeine Beleidigung oder irgendwas auftaucht, dann muss ich einfach eine Telefonnummer wählen können, dann muss sofort da jemand abnehmen, der guckt sich das im Internet an und schickt sofort. Es geht sofort der Strafbefehl bzw. die Strafverfolgung sofort los. Und dann wäre innerhalb von 3 Tagen, innerhalb von einer Woche, wäre Schluss mit all diesen Verbrechen im Internet, den verbalen Verbrechen, Verleumdungen, Rufmord, Rufschädigung, Diffamierung, Beleidigung und all das. Ja. So, dann haben wir das nächste. Die GWÜ, GWÜ heißt also Gemeinwohlökonomie. Christian Felber ist ja der sozusagen der neuere Begründer dessen. Die Next Scientists for Future 2.de haben ja schon seit Jahrzehnten an einer gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung geforscht, ohne diesen Namen zu verwenden. Ja, dann da hatte ich den Eindruck, da sind so Sendungen erschienen, dass das so ein richtiges Geschäft geworden ist, das Geschäft der GWÖ-Zertifizierer, GW-Beraterinnen oder so, ja. Da sie selbst erwähnt, ja, Greenwashing, ja, und sie behauptet dann, ja, dann durch die Gemeinwohlökonomie, Bilanzierung und so weiter, würde da. Also durch ihr GWP-Institut sozusagen, da durch diese Bilanzierung würden die Produkte eben ein Teil der Lösung sein und nicht mehr ein Teil des Problems. Es ist genau umgedreht. Mit der Felberschen Gemeinwohlökonomie bleiben ja gerade die Produkte Teil des Problems und eben nicht der Lösung. Warum? Weil eben, wie gesagt, die Next Scientists for Future.de, die können das halt richtig, ja. Und Felber kann es halt nicht und die GWÖ kann es nicht. Also ganz kurz gesagt, hier ist das ein Bäckerbeispiel, hier ist ein Bäcker und der geht hin und sagt, also Leute, nee, ich mache meinen Laden zu, ich will in der Wahrheit leben, Bäckereiprodukte sind generell nicht gesund für Menschen.
Und deswegen mache ich den Laden zu. Aber unter Bedingungen des freien Marktes und auch der GWÖ und der Bilanzierung wird also hier ein Brotverkäufer, Brothersteller positiv bilanziert, ja, wegen allen möglichen, weil er seine Mitarbeiter nett behandelt und so weiter. Aber es wird überhaupt nicht gemessen, ob nicht das Brot, egal wie bio es ist, sozusagen trotzdem die Leute krank macht. Ne? Das wird überhaupt nicht gemessen. Erst durch die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten sozusagen würde dann das gemessen werden. Dann würde festgestellt, aha, das Brot macht Leute krank, das kann man dann statistisch genau und vor allem und auch reduziert das Wohlfühlen. Also wird sozusagen entweder jemand, der Brot herstellt, aussterben, also seinen Laden nach spätestens einigen Generationen schließen müssen. Oder er lernt um und sagt auch, nein, ich konzentriere mich auf wirklich gesunde Nahrung, ja, Gemüse, Permakulturgemüse, Obst, Wildkräuter, Pilze, Nüsse und so weiter. Alles, was eben natürlich ist, sozusagen. Ja? Und ja, von daher, die GWÖ löst kaum ein Problem. Sie schafft viele neue. Sie schafft neue Geschäftszweige. Man kann Leute abkassieren damit und abzocken damit. Aber sie ist eben. Wie Karl Kraus über die Psychoanalyse richtig so schön gesagt hat, die Psychoanalyse und ich muss dazu fügen, die GWÖ, also die Psychoanalyse und die Gemeinwohlökonomie sind die Krankheit, für deren Therapie sie sich halten. Sie sind auch nur ein krankes Gebilde im Rahmen des Kapitalismus. Ne? So, dann schauen wir uns mal weiter an. Die heutige Abendtagesschau. So, hier nochmal ein bisschen Bildchen geben. Ne? Unser heutiges Bildchen. Ja, Florian Homm, das ist wohl so ein ja, Aktien- und früherer auch Finanzjongleur sozusagen, der aber wohl sich jetzt sich geläutert äußert. Ja. Und er sagt so Dinge wie: Corona hilft den unfähigen Großunternehmen in gewisser Weise an Staatsknete zu kommen. Ja, er sagt ja, es ist ja Standard geworden, dass man also die Gewinne immer privatisiert und wenn es dem Unternehmen schlecht geht, dann will man sofort unendlich viel Staatsknete haben. Und ja, und jetzt könnte man natürlich scherzhaft fragen, haben denn diese unfähigen Großunternehmen, haben die etwa den Corona-Hype, die Corona-Hysterie lanciert, weil sie so wieder an Staatsknete rankommen? Ja? Denn China zum Beispiel scheint ja, wenn die Hinweise stimmen sollten, nämlich falls wirklich die chinesische Wirtschaft schrumpft und vielleicht jetzt sogar mehr schrumpft als andere Länder der Erde, dann war das sicherlich dann von China kein Coup gegen die Restwelt, sozusagen China zur stärksten Wirtschaftsnation zu machen. Wenn jetzt tatsächlich die Wirtschaft, es kann natürlich auch sein, dass die jetzt einfach so tun, als würden sie schrumpfen und so falsche Informationen rausgeben. Aber wenn es wirklich stimmen sollte, dass China da wirklich riesige Wirtschaftseinbußen in Kauf nehmen muss, vielleicht sogar mehr als andere Staaten der Erde, dann war das sicherlich kein Coup mit dem von wegen, wir setzen die ganze Welt in Panik und dann hinterher sind wir stärker als die USA und als Europa. Ja, dann KenFM, der Sender, hat wieder was erwähnt, das wir aber auch schon mal gesendet haben, nämlich dass die Afroamerikaner ja die Hauptopfer von dem angeblichen oder unklaren Corona sind. Ja, die sind eben die Hauptopfer der Nahrungsindustrie. Ja, das ist ja, was Dr. Markus Krall in seiner Verherrlichung des freien Marktes nicht versteht, ist, dass eben der Lebensmittelhändler hier unter Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, hier ist der Lebensmittelhändler, der in der Wahrheit lebt, ja, und sagt, nein, also
Ich liefere euch nur naturbelassenes Obst und Gemüse und Naturnahrung, denn sonst von allem anderen werdet ihr ja krank und so weiter. Und dann kommt irgendwann der 10.000. Händler und nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion irrt er sich, also es mutiert eben alles im Universum. Und er irrt sich halt und sagt, nein, also meine Produkte sind doch viel billiger und die schmecken doch wegen all der Geschmacksverstärker später dann, ja, so viel besser und so weiter und viel billiger und so weiter. Und dann kaufen die Leute das und sozusagen. Und wer glaubt diese ganze Propaganda eines sich irrenden Lebensmittelhändlers? Die ungebildeten Afroamerikaner, die ja aus der Sklaverei kommen und alle noch einen Bildungsrückstand haben und so weiter. Ich glaube nicht, dass die einen Intelligenzrückstand haben, denn man hat ja als Sklaven damals genommen, unabhängig von der Intelligenz, denke ich mal. Ja. Und es kann natürlich sein, dass die Dümmeren eher gefangen wurden als Sklaven, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass einfach nur die Afroamerikaner immer noch einen Bildungsrückstand haben durchschnittlich. Dadurch sind sie so ungebildet, dass sie natürlich Opfer der Nahrungsindustrie werden. Und weil sie Opfer der Nahrungsindustrie werden, haben sie alle vielfache Vorerkrankungen, massives Übergewicht, Diabetes und andere Erkrankungen, aufgrund derer sie dann natürlich wegen irgendwas häufiger sterben und ob es nun Corona ist oder nicht, ist ja dann egal, aber an irgendwas sterben sie aufgrund. Und Schuld an dem Ganzen oder verantwortlich ist eben die freie soziale Marktwirtschaft. Und deswegen ist es so tragisch, dass Dr. Markus Krall dieses teuflische System, das so viel Leid schafft, sozusagen so verherrlicht, ja. Wie gesagt, die nextscientistforfuture.de wissen wie man das total naturwissenschaftlich sanft, behutsam beendet, dieses teuflische System, das Dr. Markus Krall. Ne? Ja, die USA, da kommen Signale jetzt hier in der Heute-Sendung, heute der Abendsendung von klassischem Heute, dass die USA Donald Trump jetzt irgendwie doch wieder die Wirtschaft hochfahren will, ja, und wieder normales Leben starten will. Ja, also ich weiß jetzt nicht, was mit Trump los ist. Am Anfang hatte man den Eindruck, er wehrt sich, weil er vielleicht sich noch an die Opioid-Krise erinnert hat, wo die Pharmaindustrie Amerikas ja mit ihm, mit USA nach Belieben Schlitten gefahren ist. Ja, da wurden ja angeblich 200.000 Menschen in den Tod getrieben durch eine Pharmafirma in USA und so weiter. Trump hatte angeblich den Notstand ausgerufen und so weiter. Jetzt hatte man am Anfang, hat man gedacht, ja, der Trump wehrt sich jetzt gegen diesen Übergriff des pharmazeutisch-medizinisch-industriellen Komplexes der Welt, ja, und wehrt sich. Und dann schien es aber so, als wäre voll darauf abgefahren und wäre voll selbst drauf reingefahren. Und jetzt redet aber doch schon wieder vom Ausstieg der Maßnahmen und so weiter. Ja, also das klingt jetzt wieder vernünftiger. Also man weiß es nicht, ja. Und nochmal abschließend gesagt, wir wissen also immer noch, wir haben immer noch keine knallharten Daten, aber es gibt bis jetzt noch keine Daten, die geliefert wurden, die mich in irgendeiner Weise überzeugen könnten, dass tatsächlich dass Corona wirklich das Killer-Virus ist, das behauptet wird. Ich brauche dafür als naturwissenschaftlicher Denker knallharte Daten. Und Dr. Bodo Schiffmann hat ja ganz klar gesagt, nee, diese knallharten Daten sind ja eben gar nicht da. Und Schweden beweist ja eigentlich, dass alle Maßnahmen witzlos waren. Man hätte auch einfach nur die Alten ein bisschen schützen können. Ich sage immer die Alten, das ist der Fehler, die mehrfach Vorerkrankten schützen können. Und den Rest hätte man dann schnell ganz normal sich wieder infizieren lassen, sodass dann jeder Kontakt hatte mit dem Virus und dann das Virus auch sich gar nicht mehr ausbreiten kann und dann auch die Vorerkrankungsgefährdeten nicht mehr erreichen kann. So, tschüssi, das war die wissenschaftliche Abendtagesschau für heute, ja, und bis morgen. Tschüssi.